Hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf Random Rotation. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr könnt sehen, ich bin heute im Wald. Das nicht ganz ohne Grund. Ich möchte nämlich einmal hier diesen Baumstumpf 3D scannen. Vorab, ich bin kein ausgebuffter 3D-Scanning-Profi. Ich habe bis jetzt so 3 bis 4 Tests gemacht. Alle waren so okay, aber keiner richtig super geil. Irgendwann muss es ja mal klappen. Die Grundlagen kenne ich. Legen wir los. Wichtig beim Fotografieren ist, das Objekt von allen erreichbaren Seiten abzulichten. Dabei kann man eigentlich nicht genug Fotos machen, also lieber ein paar mehr schießen, als man denkt. Was außerdem hilft, ist auf das Wetter zu achten, denn ein bedeckter Himmel verschafft euch schön gleichmäßiges Licht auf allen Fotos und ihr vermeidet dadurch zu harte Schatten. So, ich denke, für heute habe ich alle Fotos, die ich brauche. Ich habe irgendwie 100 und ein paar zerquetschte Fotos gemacht. Das reicht hoffentlich. Weiter geht's am Computer. Meshroom heißt die Wundersoftware, die mir hoffentlich gleich ein geiles 3D-Mesh erstellt. Den Link zur Meshroom-Seite packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Meshroom arbeitet mit Nodes, kennt man ja mittlerweile aus diversen anderen Programmen. Wer an dem Node-Tree rumfummeln möchte, muss das hier unten im Graph-Editor machen. Ich lasse da aber schön die Finger von. Und das Einzige, was ich an dieser Stelle nun wirklich mache, ist meine Fotos, 130 an der Zahl, hier links in das Image-Fenster zu ziehen. Die kann ich nun auch noch einmal checken. Und eventuell welche aus dem Sortiment löschen. Der Einfachheit halber lasse ich das aber bleiben. Mal schauen, was Meshroom daraus macht. Bevor ich den eigentlichen Prozess aber starte, speichere ich das Projekt noch. Und ab hier übernimmt jetzt Meshroom und für mich heißt es warten. Den Fortschritt kann man dabei ganz schön hier oben an diesem lässig bunten Fortschrittsbalken ablesen. Okay, Meshroom ist fertig. Ihr seht, das Ganze hat jetzt ungefähr 100 Minuten gedauert. Wird Zeit, dass wir uns mal anschauen, was das Programm geleistet hat. Die Uhr, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Kam weg. Ja, und dieser Wust aus Punkten und Symbolen soll jetzt also unser 3D-Modell sein. Dieser Ring hier aus diesen Kamerasymbolen, das sind die einzelnen Fotos, die Meshroom erkannt hat und verwendet hat, ja, zum Bauen. Load Mesh, dann dauert das einen Augenblick. Und hier haben wir jetzt das Ergebnis. Bam. Ein bisschen drehen und das unterste nach oben kehren. Wunderbar. Ey, ganz ehrlich, ich finde das schon ziemlich gut. Das sieht geil aus. Ey, ich bin begeistert. Also, mein zweiter Meshroom-Versuch und so ein Ergebnis. Hey, da muss ich mir aber mal auf die Schulter klopfen. Jetzt das ganze Ding noch optimieren. Dafür nutze ich Blender. Springen wir rüber. Das Erste, was wir im Blender machen können, ist die Kamera löschen. Die brauchen wir jetzt hier gar nicht. Dann Fire. Import Wavefront OBJ und ich navigiere mich auf meinen Desktop. Hier in dem Ordner befindet sich das. File Texturing und dann dieser seltsam benannte Ordner. Zack, hier haben wir das Mesh Import. So, da ist es. Komplett verdreht. Aber ist ja kein Problem. Kann man eigentlich recht easy beheben. Also, ich rotiere das Ganze auf der X-Achse, also RX und dann
ziehe ich mir das so hin, wie es fürs Auge vernünftig aussieht. Danach ziehe ich das Mesh noch ein bisschen hoch, GZ, damit es nur an der Z-Achse passiert und das gleiche dann eben auch noch an der Y-Achse, ein bisschen weiter nach links rüber, wunderbar. Weiter geht's im Edit-Modus, also einmal Tabulator auf der Tastatur drücken. Wunderbar. Dann gucke ich mir das Mesh von oben an, das mache ich über NumPad 7 und ich muss eine ganze Menge Vertices loswerden. Das meiste von dem Kram, da brauche ich ja gar nicht. Also ziehe ich mir eine Box Selection auf. So hier ungefähr, wunderbar. Diese Selektion wird dann invertiert und alle Vertices, die nicht bei 3 auf dem Baum sind, werden gelöscht. Wunderbar, jetzt ist das Ganze doch schon viel geiler zu handeln. Ich räume das Mesh insgesamt noch ein bisschen auf. Ich erspare euch den Prozess an dieser Stelle. Darum geht es ja hier eigentlich nicht so richtig. Schnelldurchlauf und so sieht dann das fertige Mesh aus. Ich find's total geil. Alles klar, so oder so ähnlich funktioniert also 3D-Scanning. Meshroom selber habe ich für dieses Modell, wie schon gesagt, auch erst zum zweiten Mal genutzt. Was soll ich sagen? Ich mag's. Aber klar, es gibt natürlich noch zig andere Tools da draußen. Ich will mir gar nicht auf die Fahne schreiben, einen wirklich ausführlichen Überblick auf dem Gebiet zu haben. Aber ich find's halt spannend und darum wollte ich damit heute mal ein bisschen rumspielen. Wird ja wohl erlaubt sein. Wenn euch das Video heute gefallen hat, würde ich mich selbstverständlich über eine positive Bewertung freuen. Falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Vielleicht kann ich oder vielleicht kann ja irgendein anderer Zuschauer eine Antwort dazu finden. Mit ein bisschen Glück. Das war's erstmal. Wir sehen uns hoffentlich kommende Woche. Ab jetzt übrigens jeden Mittwoch 19.30 Uhr. 19.30 Uhr. Merkt's euch. Bleibt sauber und gesund. Tschüss.